Hallo und willkommen zu einer kleinen Videoreihe und eine etwas besondere Videoreihe, zumindest für mich und vielleicht habt ihr auch Interesse. Und zwar habe ich ja bisher ja nur meistens Nintendo-Konsolen getestet, also Game Boy, Super Nintendo, also so frühe oder späte 80er bis so Mitte 90er Pi mal Daumen. So die Nintendo 64 Zeit, die war eher nicht was für mich und das lag an einen ganz speziellen Grund, und zwar, dass ich eigentlich immer parallel sehr gerne Computer gespielt habe und ab diesem Sprung eigentlich nur noch Computer gespielt habe. Und ein Traum von mir war es jetzt auch mal, wieder diese alte Hardware mir zu besorgen und einfach diese Spiele so zu spielen wie damals. Also es werden euch jetzt auch weitere PC-Spiele ältere erwarten. Ich habe da schon einmal Patrizia getestet. Das kam ja bei euch eigentlich ganz gut an. Und ich habe mir jetzt auf jeden Fall einen Retro-Computer endlich mal besorgt. Ich habe einen ganz tauglichen Kandidaten gefunden, sage ich mal. Und zwar habe ich nämlich immer nach einem ganz, ganz speziellen Computer gesucht. Und zwar nach einem 486er DX66. Ich weiß, viele von euch werden jetzt sagen so, hä? Was soll mir das sagen? Also, ich hatte damals einen 386er DX40. Also diese Zahl hinter dem DX sagt immer die Megahertz-Anzahl an. Das heißt, der hatte 40 Megahertz, war für diese 386er-Generation. Ihr merkt schon, es gab vorher den 286er, dann 386er und dann natürlich den 486er. Nach diesen 486ern kam dann die Pentium-Generation, die den meisten von euch wahrscheinlich ein Begriff sein sollten. Und daher ist für mich dieser 486er für mich persönlich so der Höhepunkt oder das Späte von den DOS-Computern. Auch wenn der Computer zum Beispiel jetzt auch Windows 95 drauf haben kann, für mich soll es ein reiner DOS-Computer sein, auch für die Leute, die es nicht kennen. DOS war quasi das Betriebssystem von Microsoft vor Windows, bevor Windows 95 ja dieses große Konstrukt wurde, wo man alles drüber bedienen konnte. Die ersten Windows-Versionen waren auch noch auf diesem DOS quasi basiert, aber das kommt für mich nicht in Frage. Ich möchte mir quasi den ultimativen reinen DOS-Computer zusammenstellen und ich wollte schon damals so einen 486er haben, weil das einfach so, boah, die haben ordentlich Gas hier. Und jetzt habe ich mir endlich einen besorgt. Ich weiß, es gibt auch noch einen 486er DX100, also quasi mit 100 MHz statt 66. Aber irgendwie habe ich diesen 66er im Kopf gehabt und ich habe immer damals auf diesen 486er DX66 draufgeschielt. Und jetzt habe ich mir einen endlich gegönnt. Ich habe ein ganz gutes Angebot gefunden. In dieser kleinen Videoreihe möchte ich euch mit euch die Reise so ein bisschen durchgehen, dass ich mir den Computer für mich fit mache. Ein paar Sachen müssen noch geändert werden, muss natürlich noch alles installiert werden und so weiter. Und vielleicht habt ihr ja auch euch Lust, mal einen DOS-Computer quasi anzuschaffen. Und dann seht ihr, was für Schritte ich alles gemacht habe, was man vielleicht ein bisschen beachten muss. Ich muss allerdings sagen, ich bin jetzt kein übermäßig großer Experte. Ich habe natürlich früher meinen DOS-Computer gehabt. Ich war da auch sehr engagiert. Deswegen habe ich noch so ein gefährliches Halbwissen bei vielen Sachen von damals. Deswegen hoffe ich, dass ich nicht vor allzu großen Problemen gestellt werde. Aber auf jeden Fall beginnen wir heute mal mit dem groben Überblick des Computers, warum ich mir genau dieses Modell und auch mit der Ausstattung ausgesucht habe. Ziel soll es sein, dass das quasi in meinen ganz normalen Setup von dem modernen PC quasi eingebaut wird. Zeige ich euch gleich alles. Ich hoffe, das gelingt mir alles so, wie ich mir denke. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich mir nicht unbedingt sicher bin, ob ich das hinkriege. Zum Beispiel meine moderne mechanische Tastatur. Ob ich die quasi da irgendwie rankriege oder sogar meine kabellose optische Maus. Da habe ich ein großes Fragezeichen, ob ich das irgendwie schaffen kann. Aber auf jeden Fall soll es halt im Endeffekt so sein, dass ich den relativ einfach zwischen meinem normalen, modernen Computer und dem Retro-Computer rumswitchen kann. Für mich gehört dieser Computer einfach zum Gefühl. Ich weiß, es gibt natürlich den Emulator DOSBox für moderne PCs, der genauso einen alten Computer emuliert, wo man theoretisch auch viele Spiele spielen kann. Man kann auch viele DOS-Spiele ja auch bei GOG.com kaufen. Da ist das quasi mit der DOSBox schon integriert und das läuft dann auch problemlos auf modernen Rechnern. Aber ich muss es, glaube ich, euch allen nicht sagen.
so ein Modul oder in dem Falle einfach so ein Computer quasi original zu spielen, das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich da irgendwie mir ein Spiel runterlade, kurz aufmache und so weiter. Aber ich zeige euch das alles und ich hoffe, ihr habt Interesse dran an meinem kleinen Projekt. Mal gucken, wie viele Folgen es werden und wie verzweifelt ich werde. Auf jeden Fall freue ich mich schon tierisch drauf und vielleicht inspiriert es euch ja auch, meinen Retro-Computer anzuschaffen. Fangen wir an. Ich zeige euch jetzt erstmal den Computer. So, hier haben wir das gute Stück. Und zwar habe ich mir genau den ausgesucht. Hier sieht man es. 66 MHz. Auf der Vorderfront sieht man zwei Gründe. Oder sagen wir mal besser drei. Erstens, ich finde das Design einfach klasse. Das ist so richtig schönes, altes Design. Mit dieser Welle hier, diesen Spalt hier. Den machen wir gleich etwas dichter oder ein bisschen zu. Ich habe nämlich schon vorhin mal kurz reingeguckt und das Gehäuse anscheinend nicht richtig zugekriegt. Es sollte so ein kompakter sein und kein Tower, weil das nämlich ganz einfach neben meinem Monitor auf meinem Schreibtisch noch passen sollte. Und so ein Tower, der nimmt denn da viel, viel Platz ein. Zwei Sachen waren mir hier vorne wichtig, und zwar einmal hier das Diskettenlaufwerk natürlich, damals unverzichtbar. Und hier ein CD-ROM-Laufwerk. Das war mir ganz, ganz wichtig, denn es gibt einen Grund. Ein CD-ROM-Laufwerk war damals optional. Viele, viele hatten eins, sich irgendwann nachgerüstet, aber es war wirklich durchaus optional. Und da natürlich so ein altes CD-ROM-Laufwerk, was noch irgendwie mit DOS-kompatibel sein soll, zu finden, ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Deswegen war es mir wichtig, dass auf jeden Fall eines dabei ist. So, gucken wir mal die hinteren Anschlüsse, nämlich die waren noch etwas wichtiger. So, und die sieht man nämlich hier. Ich versuche, dass man es einigermaßen gut erkennen kann. Hier kommt natürlich ganz normal Strom an. Der Anschluss hat sich zum Glück, ja, seit den frühen Computern nie geändert. Was mir persönlich sehr, sehr wichtig war, war das hier. Und zwar sieht das unscheinbar aus. Hier unten sieht man noch von damals die Sticker, Tastatur und Maus. Und zwar sind das sogenannte PS2-Anschlüsse für die Dinger. Die sind relativ modern. Die wurden eigentlich bis vor dem USB-Zeitalter benutzt. Und da gibt es dann noch prima Adapter, wie man einfach USB auf diese PS2-Dinger schalten kann. Wenn man so ein, zwei Jahre zurückgeht, kann es durchaus sein, dass die Tastatur noch einen alten DIN-Anschluss hat und die Maus über, ich glaube, über einen COM-Port, wie man hier sieht, angeschlossen wird. Kann ich aber jetzt nicht hundertprozentig das mit der Maus sagen. Auf jeden Fall war mir das wichtig, dass diese Anschlüsse noch einigermaßen modern sind, weil eine PS2 Maus und Tastatur im schlimmsten Fall, wenn meine Sachen mit dem Adapter nicht anschließbar sind, die kann man eigentlich noch relativ gut und günstig besorgen. Hier sehen wir auch dann gleich, was noch wichtig war, und zwar der Monitoranschluss. Ja, ich muss mal gucken, wie es mit dem Licht aussieht. Die Sonne scheint gerade sehr, sehr stark rein. Auf jeden Fall ist das ein ganz normaler VGA-Anschluss. Und da ich mir jetzt nicht extra einen Röhrenmonitor hinstellen will, sondern das über meinen Normalmonitor laufen lassen will, beziehungsweise über HDMI, gibt es da natürlich auch prima Konverter für wenig Geld. Also ich habe mir jetzt einen besorgt, der ist nicht teuer, hat 12 Euro gekostet, der das VGA-Signal auf HDMI hochschaltet. Und das ist für mich besonders wichtig, weil meine Capture-Card zum Aufnehmen nämlich HDMI ist. Das war mir wichtig. Was nicht so wichtig ist, ist das hier. Das scheint mir ein altes Modem zu sein, wirklich. Da es mir nicht wirklich wichtig ist, dass das auch ins Internet kommt, wird dir das ausgebaut und dafür fehlt etwas nämlich, und zwar der Soundanschluss. Und dafür habe ich mir für wenig Geld, ihr habt es vielleicht schon im Pickup-Video gesehen, eine Soundblaster 16-Karte geholt. Das war eigentlich so solider Standard von damals. Hat nicht viel gekostet, rund 20 Euro, die kriegt man relativ hinterhergeworfen.
Ich hatte auf jeden Fall keine Soundblaster-Karte, sondern eine Billigkarte und war immer neidisch auf die Soundblaster-Karten, weil ihr könnt es euch nicht vorstellen, die Soundkarten von damals, die klingen alle sehr, sehr unterschiedlich und dann gibt es auch sehr, sehr große Unterschiede, was die MIDI-Qualität angeht und so weiter. Und heute werde ich dann die Karten austauschen, da kommen wir jetzt gleich zu und wir gucken uns gleich mal das Innere an. Und genau, in der nächsten Folge werden wir dann auf jeden Fall das DOS aufsetzen und so weiter. Also, schrauben wir das Ding mal auf. So, das ist das gute Ding, also aufgeschraubt. Kleiner Tipp allgemein, wenn ihr an Computern schraubt, solltet ihr euch immer erden. Denn wenn ihr so ein bisschen elektrische Spannung habt und dann irgendwas anfasst, dann kann es sein, dass ihr den natürlich auch einen Stromschlag bringt und dass das Teil dann entsprechend einen Schaden davon hält. Das heißt immer das Gehäuse irgendwas Metallisches vorher anfassen. So, falls ihr noch nicht so fit seid, was Computerinnennehmen angeht. Also, hier haben wir die Rückseite, die wir gerade eben uns angesehen haben. Hier stecken die entsprechenden Karten drin. Hier ist die Grafikkarte, wie man sieht. Und hier ist das Modem, was ich gleich austausche. Das hier, darunter sitzt der Prozessor. Das ist ein passiver Kühler. Das war damals noch nicht gebräuchlich oder ja nicht nötig, dass es ein aktiver ist. Wie in moderneren Computern natürlich da, wenn ihr vielleicht mal Bilder seht, das sind teilweise massive Kühlkörper. Ist ja klar, diese werden immer schneller, also laufen sie immer heißer. War damals nicht nötig. Gibt es noch viele Slots. Das sind sogenannte PCI-Slots, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Das sind ISA-Slots. Das ist quasi so ein alter Standard, sage ich mal. Das sind schon eher die neueren. Man sieht, es sind noch ordentlich was frei. Das Kabelmanagement, das war damals immer so chaotisch. Hier darunter liegen irgendwo noch die RAM-Bausteine, die man natürlich erweitern kann. Da waren zwei Bänke frei. Aber wir wollen ja erstmal nur das Modem austauschen. Und zwar, ich hoffe, man kann es sehen. So, ich muss mal gucken. So, kann man hier einfach eine Schraube abschrauben. So. Ist nicht wirklich schwer. Also wer einen Schraubenzieher in der Hand halten kann, der kann auch diese Dinge austauschen. Dann kann man einfach die Karte rausziehen. So, jetzt ist sie draußen. Wie gesagt, ist ein Modem. Noch Deutsche Telekom und so weiter. Der soll nicht mal ansatzweise ins Internet gehen. Daher nicht nötig. Jetzt nehmen wir unsere Soundkarte. Wie man sieht, das ist auch eine ISA-Soundkarte. Passt hier natürlich perfekt rein. Setzen wir einfach rein. So. Drücken ein bisschen fest. Ne? Manchmal ist es etwas hakelig. So. So. Jetzt ist er fest. Schrauben wir fest. Was jetzt hier natürlich noch fehlt, was ich nicht bedacht habe, ist es, dass wir die Soundkarte, das müsste hier ein Kabel zu dem CD-ROM-Laufwerk, was wir hier finden. Hier haben wir das Diskettenlaufwerk, hier haben wir das CD-ROM-Laufwerk, dass das verbunden werden muss. Und zwar war das damals so, damit man bei CD-Audio das Audiosignal vom CD-ROM-Laufwerk an die Soundkarte schicken konnte, dass man überhaupt was gehört hat. In modernen Computern ist das natürlich nicht mehr nötig. Aber da damals das CD-ROM ja optional war oder nicht so gebräuchlich und die Technik so gesehen noch ein bisschen in den Kinderschuhen in Anführungsstrichen lag, musste man das mit einem Kabel verbinden. Das Kabel habe ich leider nicht zur Hand, mache ich dann irgendwann später. Aber die Soundkarte läuft ja auch so, nur dass wir halt keine Musik von der CD direkt abspielen können. Das schrauben wir wieder fest. So. Und setzen gleich noch das Gehäuse drauf. Und dann haben wir auch schon die Soundkarte ausgewechselt. Also wenn ihr es noch nie gemacht habt, sowas, da braucht ihr keine Angst haben. Das ist im Prinzip wie Lego. Da kann man nicht viel kaputt machen. So, dann schauen wir mal, ob er angeht. So, ich habe gerade schon einmal getestet. Mein HDMI-Adapter, der braucht anscheinend ein anderes Kabel. Und wir haben ein leicht anderes Problem, was ich mir aber auch schon gedacht habe. Ich mach mal kurz an. Ihr werdet es vielleicht sehen. Er läuft auf jeden Fall. Der Motor dürfte jetzt angehen. Man sieht,
Es ist wirklich ein 486er DX2 mit 66 MHz. Wir haben ja rund die 8 MB RAM. Problem ist, dass die Systembatterie tot ist. Die müsste man noch austauschen. Da das eines von diesen Altmodellen leider ist und keine Knopfzelle wie bei moderneren, werde ich da im Zweifel mal den örtlichen IT-Handel oder IT-Techniker fragen, ob die mir da helfen können. Weil damit habe ich mich schon so etwas beschäftigt. Man muss da wohl auf dem Mainboard etwas rumlöten und da ich da komplett Noob bin, würde ich das lieber machen lassen. Außerdem habe ich meine gute mechanische Tastatur probiert. Oder auch eine billige USB-Tastatur erkennt beide Tastaturen nicht, trotz Adapter. Das würde für mich sprechen, dass sie vielleicht zu neu sind. Da muss ich mir noch eine eigene PS2-Tastatur auf jeden Fall besorgen. Auf jeden Fall, das war's für die Folge. Ich hoffe, ihr begleitet mich weiter und danke, dass ihr reingeschaltet habt. Schauen wir mal, ob wir die Probleme gelöst kriegen alle. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.